So, mein Name ist Jan Bühren. Ich bin zum dritten Mal auf der Frostcon, unter anderem auch als Referent. Genau, und ich bin zusammen mit meinem Kollegen Jeffrey Richardson, halt der Gründer der Richardson Bühren GmbH, und wir haben halt als einer der Hauptpunkte Kivitendo im Programm. Dieser Vortrag ist halt relativ kurzfristig eingereicht worden aufgrund einer Krankheit eines anderen Referenten, und dann wurde ich am Donnerstag gefragt, ob ich dann noch diesen Vortrag halten kann, den ich halt auch eingereicht hatte halt. Den hatte ich halt auch in der Tat zu spät eingereicht, also nach der Call for Papers Deadline. Ich dachte mir, nee, super, wir haben jetzt einen Kunden, der halt wirklich vom sozusagen Proforma-Marktführer wieder weg möchte und hin zu Kivitendo. Das finde ich so gut. Das hätte ich gerne als Vortrag auf der Frostcon, weil Frostcon-Fan bin ich auch schon ganz lange für alle Techniker da hinten, weil das eigentlich super ist, dass die halt die Präsentation aufzeichnen, sich drum kümmern und das halt auf total hohem Niveau insgesamt auch die Vorträge hier sind, und natürlich, das ist eigentlich ein super Rahmen, um das halt publik zu machen, und dann hat man es auch gleich dokumentiert und kann halt sagen, okay, schon 2015, rückblickend 10 Jahre später, kann man halt behaupten, ja, das habe ich halt damals gesagt, und dann hat man auch noch verifizierbare Quellen halt. Soweit zu meiner Person und meiner Motivation, hier zu sprechen. Wir sind ja fast familiär hier, den Max kenne ich jetzt auch schon längere Jahre, deswegen, ich mache immer ganz kurz eine kleine Umfrage, wer kennt Kivitendo? Oh, okay. Wer ist jetzt aus der Motivation, hier mal einmal zu wissen, wie sowas marketingtechnisch funktioniert? Also wie man das hinbekommt? Okay. Okay, also das, ich bin ja angewiesen, die Fragen immer zu wiederholen, damit sonst man es nicht hört. Und zwar, also da, wo du arbeitest, wird halt SAP eingesetzt. Ist dann noch die Frage, was für ein SAP, also in welcher Version und was für eine Komponente. Und der Rest ist einfach dann mal aus Neugierde und Interesse hier dann. Sehr gut. Oder aufgrund des Lockmittels des Banking-Vortrags. Okay, einer, alles klar. Also der war um 14 Uhr. Gut, dann fange ich an. So, Kivitendo, der Name kommt auch aus dem Swahili, ist halt so ein bisschen so die Idee wie mit Ubuntu. Ubuntu heißt ja Gemeinschaft mit anderen. Kivitendo heißt in diesem Fall nützlich praktisch. Und die Idee dahinter ist, dass halt, ich zitiere von der Webseite, dass halt Kivitendo von den Gedanken getrieben wird, dass alle wesentlichen Werkzeuge der täglichen Arbeit für Menschen im Vertrieb und Handel an einer Stelle gebündelt sein sollten. Dennoch soll der Nutzer nicht räumlich gebunden sein. Das ist natürlich ein Anspruch, den eigentlich webbasierte Anwendungen halt immer haben, die in irgendeiner Form halt zur Zusammenarbeit halt zur Verfügung gestellt werden. In dem Fall haben wir halt diesen Schwerpunkt auf Warenwirtschaft und doppelte Buchführung. So, ich hatte gestern schon ein paar Diskussionen, dann auch während des Standes halt, und eine der Sachen war, ja, normalerweise kennt er das halt nur so, man hat halt in irgendeiner Form System X als Standardsoftware vorher im Betrieb, und dann gehe ich halt nach SAP, aber da ist eigentlich dann keine weitere Entwicklungsmöglichkeit halt vorgesehen, sondern man nutzt das System dann im Prinzip, wie man halt damit dann mit der Firma verbunden ist. Einer der Sprüche, die es da halt gibt im Umfeld, ist halt, dass SAP ist halt wie Heroin, man ist halt sofort körperlich abhängig, zumindest mit den großen Installationen. Als wir ein bisschen überlegt haben, ja, was wollen wir mit Kivitendo erreichen oder wie wollen wir das halt machen, da hatten wir halt dann so einen Slogan mal uns überlegt, ja, Kivitendo sollte eigentlich so sein wie Marihuana. Das heißt, das ist halt auch nicht, also in irgendeiner Form gibt es dann halt eine Abhängigkeit, aber wenn schon sowas, dann sollte das halt ein freundlicher Dealer sein, der immer gutes Gras hat. Also so hatten wir das mal als Projektidee damals. Als ich dann die Geschichte, der Kontakt hatte sich halt ergeben, zu sagen, okay, wir überlegen halt wieder zurück zu migrieren, also beziehungsweise überhaupt dann weg. Also wir überlegen diesen total unwahrscheinlichen Fall, von diesem Fall wieder wegzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja, finde ich gut, dass ihr das machen wollt. Können wir auch, also es fühlt sich nicht so schlecht an, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Was wir standardmäßig sowieso immer machen, ist, dass wir dann vorab zumindest einen Tag Beratung machen beim Kunden, um zu sehen, ob das halt dann passt, weil das ist ja schon wie eine Heirat dann halt, man legt sich ja auf mehrere Geschäftsjahre damit so ein System fest. Und im Beratungsgespräch habe ich dann halt auch nochmal gesagt,
Ja, also ich kenne jetzt halt die Schwachstellen von Kiwitendo und die möchte ich jetzt auch ehrlich sagen in dieser Runde. Also es waren halt zwei Geschäftsführer anwesend, die Buchhalterin und der Systemadministrator. Das war halt der Kreis der Leute, die das halt evaluiert hatten. Ich habe gesagt, okay, ihr habt halt keine Anlagenbuchhaltung drin. Also das denke ich, dass halt das standardmäßig in SAP machbar ist. Ihr habt auch keine Reisekostenabrechnung halt drin und ihr habt auch keinen Betriebsprüferexport halt dabei, also der halt soweit vorgesehen ist. Das war dann halt, da habe ich mich dann ganz eingemacht an der Stelle und habe gesagt, okay, das ist okay, das haben wir halt nicht. Das war dann aber so, ja, das stimmt, also das wussten die auch teilweise, aber wir haben halt folgendes Problem, wir können halt Prozess X nicht simpel in SAP abbilden. Und wir hatten von 2009 bis 2012 Kiwitendo halt schon im Einsatz. Wir kennen das halt. Und da hat uns das halt zum Beispiel gut gefallen, mit Vorgangsbezeichnungen zu arbeiten. Wir konnten eigentlich alles relativ schnell mit Berichten sehen, was wir sehen wollten für unsere Prozesse und waren da sehr zufrieden. Wir sind dann halt zu SAP bei Design, ist es halt in dem Fall, gewechselt, weil halt einer der Geschäftsführer hat gesagt, okay, wir müssen größer werden und wir brauchen, also beziehungsweise ich brauche halt noch ein paar angepasste Berichte. Die sehe ich halt an der Stelle nicht. Die kenne ich aber von meinem vorhergehenden Arbeitgeber hier. Und so, dann ist das entschieden worden. Die haben gewechselt. Es ist halt immer eine Entscheidung, so eine Systementscheidung steht und fällt mit dem Menschen halt dahinter. Der ursprüngliche Motivator, diese Entscheidung zu machen, ist halt nicht mehr bei dem Kunden. Das heißt, es kam ein neuer Geschäftsführer und dadurch ist dann nochmal diese Grundsatzfrage nochmal in Gang gekommen, zu gucken, okay, brauchen wir das System wirklich oder nicht? Und der hat halt dann gesagt, okay, für mich, ich brauche halt, also für meine Sichtweise brauche ich halt Prozess X, Y, Z und Q. Ich bin dann da offen, also mir ist das eigentlich egal, was wir machen, nur ich brauche das halt. So mit der... Ja, das ist nicht so, also SAP bei dieser, ich kenne es nicht persönlich, ich gehe davon aus, dass es so eine abgespeckte Variante dann sein wird, in irgendeiner Form, die halt sehr gut mit Standards dann zurechtkommt, wie gut das anpassbar ist oder so, also es gibt Web-Services, also habe ich gehört, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Die Unternehmensgröße ist, liegt bei 50 Mitarbeitern. Was aber schön ist, es ist halt eine Aktiengesellschaft. Also bisher, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil eine Aktiengesellschaft haben wir bisher im Kiwitendo noch nicht implementiert. Ist auch nicht so das ganz große Ding, aber wäre dann halt mal auch da nochmal ein Delta, was wir dann als Referenz hätten. Genau. Ich brauche halt die und die Sicht halt da drauf. Die sind halt zur SAP gegangen, haben gesagt, okay, wir brauchen das und das und das. Was kostet das? Und die haben halt gesagt, okay, das kostet halt so und so viel, das zu erweitern. Und dann haben sie halt gesagt, okay, da machen wir halt mal einen Gegenvorschlag, also von uns dann halt, und haben gesagt, okay, das ist eigentlich nicht so kompliziert, was ihr da haben wollt. Beziehungsweise teilweise konnten die auch X, Y, Z und gar nicht abbilden. Der kam halt mehr von einem Programm, was halt klar mit Abschlagskalkulationen arbeitet und halt mit Deckungsbeiträgen. Und das ist halt so, das ist im Kiwitendo nicht so vorgesehen, aber in SAP scheinbar auch nicht, dass man solche Varianten einfach machen kann. Was ich ihnen halt anbieten konnte, dass man halt schon Erträge sieht und dass man halt mit ein paar Anpassungen in Drucklayouts oder sowas dann halt schon gestaffelt Überschriften machen konnte und sowas halt. Und da hat er gesagt, das ist eigentlich von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist das eigentlich besser als das, was SAP mir angeboten hat und ich kriege das halt für günstiger. Also wie gesagt, das war dann das Plus an der Stelle. Gut. Jetzt gehe ich einmal in die technische Komponente rein. Ich hatte ja, der Untertitel lautet ja halt mit LaTeX-Druckvorlagen das halt zu machen. Es ist nur halb wahr. Also die gesamte Wahrheit ist, ich habe halt in Kiwitendo benutzerdefinierte Variablen. Die sind auch kein Hexenwerk. Das ist einfach, sind halt einfach strukturierte Typen dann dahinter. Und mit diesen benutzerdefinierten Variablen kann ich dann auch relativ flexibel auf solche Kunden-Deltas halt eingehen. Und ich kann halt Waren, Dienstleistungen, Erzeugnisse oder auch Belege oder halt Kunden, also Stammdaten beliebiger Art halt damit erweitern. Das Schöne ist, ich habe halt auch die Möglichkeit mit strukturierten Listen zu arbeiten, hier wollen wir es Auswahlboxen und kann halt da eine Menge an
Abweichungen vom Standard oder halt Erweiterungen, wie die Firma halt arbeitet oder was sie halt für Daten benötigen, halt ohne Programmänderung reinbringen in das System. So, das war halt der eine Punkt. Der zweite Punkt ist halt, standardmäßig sind halt die Druckvorlagen im LaTeX gesetzt, in Kiwitendo. Und da habe ich halt die Power, die mir halt das gesamte LaTeX-Umfeld halt bietet. Das heißt, wir nutzen standardmäßig für die Vorlagen, die im System drin sind, die Longtable. Da kann ich halt solche komplexen Tabellen halt aufbauen, also die man aus dem wissenschaftlichen Umfeld halt kennt. Und das Goma-Skript hier, damit kann ich halt auch irgendwie mit verschiedenen Köpfen und also ich habe halt die ganze Macht eines Satzsystems da, um halt dann solche Druckvorlagen halt oder irgendwelche Belege im System zu generieren und dann auch zu gestalten. Zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen Programmlogik drin in den LaTeX-Dingern. Es gibt verschiedene Pakete, zwei will ich mal nennen. Wir nutzen halt das Paket if-then. Da kann ich halt dann in den Kiwitendo-Druckvorlagen beispielsweise überprüfen, in was für einer Sprache die Druckvorlage halt ist und da entsprechend unterschiedliche Übersetzungen halt anziehen. Das ist eigentlich sehr bequem. Und das zweite Paket ist substring. Da kann ich halt auf beliebige Felder prüfen, die aus dem System kommen, ob halt irgendein also substring, ob dann halt irgendwie ein Teil der Zeichenkette drin ist und kann halt da mit einer derselben Druckvorlage auch zum Beispiel verschiedene Mandanten implementieren. Also dass ich halt dann in dem Fall habe ich die Möglichkeit, das Logo anzuzeigen oder das Logo anzuzeigen. Damit habe ich mich halt im Prinzip im allerersten Kiwitendo-Projekt, was wir gemacht haben, ganz intensiv auseinandergesetzt. Und dadurch konnte ich dann halt auch in dem Beratungsgespräch dann sagen, okay, das, was du da halt möchtest, standardmäßig gibt es die Druckvorlagen. Ich habe halt die Möglichkeit, mit zwei total simplen If-Then-Else-Konstrukten eigentlich die Flexibilität da reinzubauen, die du möchtest. Und ich kann das Layout auch entsprechend anpassen. So, ich habe dann so gesehen viel der Prozessintelligenz in den Drucklayout halt gepackt. Das hat den Vorteil, dass ich halt bei Programm-Updates dann auch nicht ganz so dieses Problem habe, was mache ich mit projektspezifischen Erweiterungen oder mit Kundenerweiterungen. Ich habe ja sowieso die Flexibilität, wir erinnern uns, in den benutzerdefinierten Variablen mir unabhängig halt Felder noch dazu zu strukturieren, die ich halt für meine Vorgänge bzw. meine Stammdaten halt benötige. Und habe an der Stelle halt eine Menge an Flexibilität, ohne drüber nachzudenken, ändere ich jetzt im Kern irgendwas oder schraube ich an der Stelle X und passiert an der Stelle Y halt was. Genau, dadurch ist das Ganze auch ein bisschen wartungsärmer und vor allen Dingen ist es auch flexibler erweiterbar dann halt. Weil das ist eigentlich auch nochmal entscheidend, das hatten wir dann halt auch, dass dann doch mal eine Firma aufgekauft wird oder eine Niederlassung gegründet wird und die ist dann halt in Spanien oder in England und dann kann man dann relativ schnell anpassen, dass man da dann nur die Adresse halt reinpackt und auch dann verschiedene Teile der Daten halt einfach nur anders strukturiert. So ein bisschen ist das ganze Ding, also auch eine der Ursprungsideen war halt, dass es im Prinzip nicht ganz egal ist, was für ein Computersystem man hat, aber es steht und fällt dann halt mit dem Berater oder wie man dann im Team damit umgeht, um damit die Probleme zu lösen. Ich kann halt das tollste System mir kaufen, aber wenn ich halt selber nicht weiß, wie es funktioniert oder wenn halt der entsprechende Firma, die es halt einführt, mich nicht gut berät, kann ich halt da mehr falsch machen, als dass das halt dann richtig ist. Und andersrum, mit einem System, was halt auf mittlerem Niveau ist, aber mit einer guten mit einer intelligenten Beratungsleistung kann ich da eigentlich viel, viel mehr dann rausholen und dann auch für den Kunden dann halt machen. Und das ist halt die andere Idee dahinter. Und dann ist es auch egal, dass das dahinterliegende System dann Open Source ist. Weil der Kunde sieht das an der Stelle gar nicht, weil man da als Puffer halt agiert. Das ist eigentlich auch das Mantra, was wir haben, dass wir wollen eigentlich den Beweis antreten, das haben wir aber schon, dass man komplett nach deutschem Recht eine balancierende Gesellschaft mit Open-Source-Mitteln und Software abbilden kann. Und was halt da noch gefehlt hatte, war eigentlich die letzte Komponente mit den
Zahlungsverkehr. Ich weiß jetzt nicht genau, was Jeffrey erzählt hatte, aber das hatten wir dann halt letztes Jahr auch gelöst, das Problem. Ja, gibt es bei GNU so eine Entwicklung hinterher, die entwickelnde Leitung, die dann, wenn dann bei der Bank Geld eingeht, genau, also das war, der Kommentar war, dass es FinTS als GNU-Projekt gibt. Ich kenne es persönlich nicht, kann dazu nichts weiter sagen. Das ist jetzt neu, weil GNU, die entwickeln ja jetzt dieses Taler, so ein anonymes Zahlungsmittel, das sich stark von Bitcoin unterscheidet, weil es effizienter ist und durch seinen Signature abgesichert. Genau, das wäre jetzt dann, ist auch eine interessante Information, die ich nicht kenne. Das würde aber dann eher Bitcoins oder alternative Zahlungssysteme fallen. Das ist eigentlich noch nicht das, was wir jetzt vorhaben an der Stelle. Danke. So. Ja, wer sich selber jetzt damit befassen möchte oder eine Idee hat, das steht und fällt halt auch so ein bisschen mit der Dokumentation des gesamten Systems. In dem Vorlagensatz gibt es halt dann eine readme.tech, die man sich angucken kann. Und da sind eigentlich relativ simpel, man sieht es ein bisschen an der Stelle. Ich habe halt hier soweit sprechend die Daten halt, die ich halt auslese, also die Variablen, und kann die halt hier anzeigen oder nicht anzeigen. Und ich kann da auch noch mit Programmlogik die erweitern. Ist halt, das meiste ist auch kommentiert an der Stelle. Und es gibt auf der kivitendopremium.de Seite zumindest zwei Vorträge, die ich mal gehalten habe, wie man da relativ schnell die Anpassung macht, sodass man halt nur sein eigenes Logo reinkopiert. Der Identitätsbereich ist halt modular. Es gibt dieses Kommando Input halt auch in LaTeX, das halt modular dann Dateien einbinden kann. Und da kann ich halt dann einfach durch die Änderung der Identitätsdateien dann halt meine Firma abbilden, beziehungsweise eine andere Firma halt entsprechend customizen. Gut, Max ist nicht so interessant. Für alle anderen, wer es noch gar nicht kennt und dann mal einfach ausprobieren will, wir haben halt uns 2012 mal mit der Steigmann-Werft beschäftigt, haben uns die Bilanz des Unternehmens angeguckt. Entschuldigung, original heißt es die Meyer-Werft, die ist in Papenburg, ist einer der größten Hersteller von Kreuzfahrtschiffen weltweit. Und wir haben halt die Bilanz genommen und haben uns angeguckt, okay, die haben die und die Bilanz. Was für Finanzströme müssten da realistischerweise drüber gehen, um auf solche Zahlen zu kommen? Dann haben wir halt in Kivitendo das mal nachgebaut und haben da halt 2012 so ein gesamtes Geschäftsjahr halt durchgebucht mit den Größenordnungen der Meyer-Werft halt. Das ist halt als Referenz, das sind unsere Referenzdaten, die da online sind. Genau, also das ist halt, sind halt fiktive Daten, um da halt einen Testfall zu haben, aber damit wir auch ein bisschen plakativer Schulungsdaten halt hatten. Die Microsoft NordwindDB kenne ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Gut. So, gibt es ansonsten zu den einzelnen Punkten Fragen bisher? Dann ja, dann bin ich schon fast am Ende. Also 5 Minuten habe ich noch. Insgesamt ist es eine halbe Stunde angesetzt gewesen. Und die Fortsetzung des Vortrags wird dann auf der CeBIT sein, das kann ich schon mal sagen. Ich bin vom 15.03. bis zum 17.03. vormittags da. Und da werde ich, denke ich, also in dem netten Verbund der Open Source Business Alliance. Und da werde ich halt dann eigentlich die Folgeversion dann von dem Vortrag halt einreichen und halten. So. Genau, also das ist halt ehrlicherweise so, dass das halt noch läuft. Und deswegen habe ich jetzt im Prinzip das, was ich sagen konnte, okay, das sind die Evaluierungskriterien. Ich habe halt den gutartigen Fall, das und das kennen die halt schon. Das ist die Version von damals, hier sind die Anforderungen und da geht's halt hin. Das ist soweit gutartig.
ist halt noch in Bearbeitung. Deswegen zum einen kann ich dann halt nicht groß, ja, die Referenz sowieso dann nicht nennen, beziehungsweise auf Nachfrage dann halt. Und zum Zweiten, ja, so ein paar Evaluierungen. Also ich würde sehr gerne halt hier X, Y und Z nochmal erklären, aber das mache ich halt dann, wenn ich auch sage, okay, so und so haben wir die Anforderungen X, Y und Z dann halt wirklich gelöst und umgesetzt. Das ist eigentlich so der Hintergrund da. Gut, ich habe noch zwei, in diesem Fall habe ich jetzt keine weiteren Weblinks, aber ich habe noch mal meine Motivation, wer sich überhaupt mal mit sowas beschäftigt, warum kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu tun. Und da habe ich jetzt zwei Buchempfehlungen noch. Das eine Buch, was ich sehr schön finde, heißt Kopf schlägt Kapital. Das ist von Günther Faltin und wenn ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber der hatte in den 80er Jahren die Idee, die Teekampagne zu gründen. Da war es halt, ging es eigentlich darum, ach so, die Vorträge, also die werden auch dann online entsprechend gestellt, da kann man nochmal gucken halt. Da war es halt dann die Idee, anstatt halt das, was halt Teehäuser machen, möglichst kleine Portionen für eine hohe Marge halt, dann halt kiloweise Tee zu verkaufen, was halt als nettestes Ding war, Darjeeling war es halt damals, und das halt dann zu einem besseren Preis halt zu machen und damit halt entsprechenden Markt selber zu gestalten. Und die Ideen stehen hier so drin, das ist eigentlich sehr schön geschrieben. Das war halt einer der Inspirationen, die ich gut finde. Wer es nicht kennt. Ja. So, die zweite Inspiration, die ich empfehlenswert finde, ist Hackers and Painters von Paul Graham. Wenn die Person oder das Buch jemand kennen sollte. Und dann ganz kurz hier, Paul Graham ist halt, lustigerweise hat er zwei Funktionen, der ist halt zum einen Informatiker, zum anderen hat er halt ein Zertifikat für Kunst in Italien gemacht, hat ein Startup gehabt, der mit Yahoo kooperiert hatte, ich bin aber nicht mehr ganz sicher, und hat da auch sehr schöne Blogs, wie man Startups gründet und wie man solche intelligenten Sachen halt macht. Einer der intelligenten Sachen, die er gemacht hat in seinem Startup, war Lisp zu benutzen. Weil er gesagt hat, das ist eigentlich das Coolste. Ich habe halt die meiste Möglichkeit an Logik-Geschichten, die mir das einfach strukturiert programmieren lassen. Also rein mathematisch ist es jetzt so. Und hat gesagt, nee, dann machen wir das doch, weil da kann ich halt am effizientesten andere Anbieter, die anders arbeiten, schlagen. Da geht es halt in seinem Blog ganz viel drum. Und Hackers and Painters ist dann eigentlich das Buch von ein paar Essays von ihm. Das ist auch sehr schön, das macht dann auch Spaß, mit solchen innovativen Ideen sich mal auseinanderzusetzen. Ja, dann tut es mir jetzt leid, aber ich bin fast zu Ende, aber auf der CeBIT gibt es eine Fortsetzung. Gut, wir können, ja, ich kann ja mal eine Ebene tiefer kommen. Jetzt können wir gerne noch, das finde ich ja sowieso doof, immer so blöd was Belehrendes zu haben. Und wer jetzt, kann gerne noch weitere Fragen beantworten oder zur offenen Diskussion einladen. Ansonsten, wer keine Lust mehr hat, kann ich auch verstehen, ist ja der letzte Vortrag von dem langen Wochenende und sowas. Darf ich direkt, glaubst du, dass ich die Preismarke halte? Von SAP, also dass ihr das nachher tatsächlich deutlich günstiger umsetzen könnt? Gute Frage, Max. Also, die Sache ist halt, wenn ich halt weg bin, also von dem, das Problem ist so ein bisschen, jetzt, das Problem ist hier so ein bisschen, hinterher ist man immer schlauer. Das heißt, es sind jetzt schon eine Summe X an Beratungskosten gelaufen, die man halt hätte lieber gerne woanders halt investiert. Die sind aber nicht mehr rückgängig halt zu machen an der Stelle. Standardmäßig ist es halt so, mit dem Stand, der hier ist, sind sie auch nicht da bei den Prozessen, die sie halt gerne hätten. Das heißt, sie haben halt jetzt das Gefühl, wir kommen halt so oder so nicht mit dem System, das taktet halt nicht auf der Taktrate, die wir brauchen. Und die Energie, die wir jetzt noch reinschieben müssten, ist halt einfach sowieso prinzipiell zu hoch. Weil wir halt ein paar Dinge halt auch anders organisatorisch lösen können. Wir haben auch ein paar Anforderungen, die halt ganz schwierig sind an der Stelle zu machen, weil es halt eben nicht simpel abbildbar ist. Und
darüber kann man halt dann, also wie gesagt, die in der Tat ist es halt jetzt so, dass man das Einführungsprojekt mit einem Jahr Lizenzkosten, was man mal SAP macht, hat man dann schon die Projektkosten drin. Also das ist jetzt die simple kaufmännische Rechnung an der Stelle und da haben halt auch die Aktionäre zugestimmt. Naja, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist ein Argument, das lässt sich halt nicht wegdiskutieren. Und wie gesagt, es war ja schon im Einsatz soweit und die Prozesse haben ja funktioniert. Also so gesehen, das ist die Antwort an der Stelle. Ja, super Frage. Also genau, was man standardmäßig bei ERP-Projekten macht, ist eigentlich, dass man das Geschäftsjahr abschließt mit dem Altsystem, dann halt eine Eröffnungs-, also je nachdem, was man für eine Gesellschaftsform hat, und dann halt nur die Eröffnungsbilanz halt macht. Also das ist halt so, dass die organisatorisch einfachste Variante, die es da gibt, die funktioniert halt bei diesem Kunden in dem Fall halt. Es ist halt möglich, also was wir sonst immer noch machen, ist, dass man Stammdaten halt importiert, also dass man halt eine Menge übernimmt. Aber das ist halt dann auch wieder Projektgeschäft, weil da ist es auch so, ja, man kann dann Stammdaten auch mal bereinigen vom Wildwuchs und solche Geschichten. Das hat gut geklappt mit dem Hinsetzen. In dem Projekt übernimmt jetzt keiner sich offene Lieferscheine aus dem Altsystem oder so. Genau, ich habe jetzt nachgefragt, also im Prinzip ist es jetzt so, die Transaktionen brauchen sie halt nicht, das okay. Schließen sie dann halt ab. Der Druck ist halt relativ hoch, SAP halt nicht mehr zu verwenden, weil die haben dann gemerkt, oh scheiße, die kündigen. Dann sperren wir das System auch so, dass sie auch nicht die 3 Monate Kulanz haben, um dann nochmal das Jahr abzuschließen. Das heißt, da, ja genau, also da ist dann nochmal, das war dann fies. Dann haben sie gesagt, okay, vielleicht müssen wir es dann doch noch ein Jahr weiterlaufen lassen. Es war dann so ein bisschen rumgechelkerer an der Stelle. Ist aber dann halt scheinbar gutartig soweit mit dem Steuerberater halt dann gelöst worden. Steuerberatung ist dann sowieso ein bisschen, also die haben gesagt, wir brauchen sowieso spezialisiertere Berichte halt, die wir dann aufgrund der Aktienstruktur halt haben, da brauchen wir eh dann halt eine Person, die das halt noch macht. Der ist wahrscheinlich, das weiß ich aber alles nicht so genau, aber der Steuerberater war natürlich hinfällig, weil man bei SAP kannst du dann auch die Transaktionen halt so dann anzeigen und hast ja gar nicht die Möglichkeit, so viel einzugreifen. Aber ich kenne das System, also ich kenne es jetzt weder klassisch noch die anderen Unterprodukte halt. Ja, wenn es keine, meine nochmal, schnell Zusammenfassung für dich, wenn ich noch die 90 Sekunden da habe. Ja, bitte. So, Kiwitendo heißt nützlich praktisch, ist halt die Marketing-Idee dahinter. Die zweite Idee ist, Die zweite Idee ist halt, wenn man ehrlich mit Fehlern umgeht, kann man eigentlich ganz tolle Dinge tun, die man im Team sonst nicht tun könnte. Scheinbar ist im SAP dann das nicht einfach abzubilden, wenn man irgendwelche speziellen Wünsche hat oder man muss halt, wie dein Vater gesagt hatte, ganz viel Geld reinschmeißen an SAP, dass das halt klappt. Kiwitendo gibt es halt die Möglichkeit, mit benutzerdefinierten Variablen flexibel zu agieren. Die kann man halt auch in Druckvorlagen verwenden, wo man die ganze Kraft von LaTeX halt hinter hat, unter anderem die Longtable hier. Ich habe ein paar tolle Packages, mit denen ich halt noch die Logik steuern kann. Hab dann den Vorteil, dass die komplette Prozessintelligenz im Drucklayout ist und so unabhängig vom Kern der ERP, oder vom Kern der Software, die man einsetzt. Das Ganze kann man ausprobieren und ich erzähle auch noch was auf der CeBIT. Und falls du sie noch nicht gelesen haben solltest, Kopfschläg Kapital ist super und Hackers and Painters für mehr Technik-Innovationsverliebte Gründer. Na gut, dann schicke ich euch nach Hause, außer es kommen noch Hilfefragen. Alles klar, Dankeschön.